Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Und auch wenn ich süchtig nach Assassin's Creed bin, habe ich jetzt 5 Tage nicht gespielt. Ich bin also auf Entzug. Oh, wieder diese komischen neuen Quests, die ich noch nicht schaffe. Gucken wir uns das doch mal an. Also wir wollten jetzt die alten Zeiten machen, das ist also Hauptquest, Aya mache ich jetzt noch nicht, keine Ahnung warum. Ich mache jetzt die alten Zeiten, danach mache ich Aya. Ja, da habe ich hier noch 3 Tage, ach, werde ich wieder nicht schaffen, bin ich nicht hoch genug. Gehen wir mal auf alle und machen jetzt die eine, die wir schon ausgewählt haben und dann Aya. Ach, nee. Wir machen noch diese komische tägliche Quest erstmal. Aber ist ja auch egal. Mal gucken, was er heute für uns hat. Medja, ich brauche deine Hilfe. Meine Kunden haben sich beschwert, dass Tiere ihnen den Weg zu mir versperrt haben. Ich bin sicher, ein Krieger wie du wird problemlos mit ein paar Bestien fertig. Bekämpfung einer Plage. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hatte die Quest schon mal. Also wenn sich das jetzt langsam immer wiederholt, ist ein bisschen doof. Aber wir machen doch erstmal die andere, weil das zu weit weg ist. Ja, die alten Zeiten. Das müsste eigentlich direkt hier sein. Na, mal gucken. Ich sah dich letzten Monat als... Und ich sagte, ich habe nicht von deinem Schwein gesprochen, sondern von deinem Weib. Lustig. Bayek! Wie lange ist es her? Ein Jahrzehnt? Oder mehr? Du hast Siva schon lange verlassen, ha? Huh? Einen neuen Namen hast du auch. Ich musste. Claridas ist ein viel besserer Name für das Hippodrom. Erinnerst du dich an die Pferde damals in Siva? Huh? Oh, die Klepper? Hätte nicht gedacht, dass du je wieder da rauskommst. Siva. Klein, arm und hässlich. Das einzig Schöne dort war Aya. Hat es sich verändert? Oder sie? Dinge ändern sich. Auch Menschen. Lustig. Nicht. Ah, ich brauche mehr zu trinken. Also diese orangenen glatten Tomaten in Orange? Keine Ahnung. So, mal gucken. Es war irgendwie, waren es alte Freunde von mir und ich stalke sie jetzt hier oben. Ach, er kommt zu mir. Verzeiht, Neb. Ich hörte Claridas sagen, ihr werdet früher Rennen gefahren. Mein Vater unterstützt die Grünen von Prasina und wir brauchen dringend einen guten Lenker. Ich bin nur hier, um zu trinken und zu vergessen. Lass ihn in Ruhe, Nikias. Hier trinken heute echte Männer. Bayek, komm. Ich zeige dir etwas Inspirierendes. Hä? Ist der geschminkt eigentlich? Und die Frisuren, ne, kriegen die immer noch nicht richtig hin. Das sieht immer noch so komisch aus. Landschaft voll realistisch, meinetwegen auch die Körper. Aber die Haare... Ist auch klar, ne? Das sind so viele Einzelne. Du wirst meinen Staub schlucken! Warum laufe ich so langsam? Wohin führst du mich, Senefer? Bitte, Claridas. Ich bin schon lange nicht mehr Senefer. Warum der neue Name? Oh, kann ich um nicht bitte schneller laufen? Um erfolgreich zu sein, müssen dich die griechischen Häuser akzeptieren. Also, ein griechischer Name. Hey, warum laufe ich so komisch? Bin ich besoffen oder was? Jetzt oder nie! Okay, ich kann auch nicht kämpfen. Ist das normal? Du gabst deinen Namen auf. Deine Heimat. Ja, okay, Siva bedeutet mir nichts. Die Griechen sehen auf uns herab, aber scheiß drauf. Ich esse und trinke gut mit meinen Gewinnen. Okay, ich glaube, der ist echt besoffen. Was ist das denn? Komm, beweg dich! Ich kann noch nicht mal kämpfen. Ich kann nichts.
Halt! Aus dem Weg! Einen Schritt weiter! Lauf! Lauf! Ich hätte nicht den Ehrgeiz, im Hippodrom rennen zu. Du? Nein, niemals. Die jubeln für mich. Außerdem bräuchtest du einen Sponsor und einen guten Wagen. Die Quest ist voll komisch. Oh nein, jetzt ist mir auch noch schlecht, aber ich schwöre, das ist alles Bayek. Ich mach das nicht. Ich versuche einfach nur hier irgendwie zu laufen. Aber ich glaube, ich falle gleich um und werde ausgeraubt oder so. Dieser Ikarus war ein wahrer Held. Wusstest du, dass er 1000 Rennen gewonnen hat und doppelt so viele überlebt? Okay, das war gut. Unsere Götter haben nie irgendwas für mich getan. Sei froh, dass ich fortging. Wäre ich geblieben, wäre Aya die meine. Du bist betrunken. Und ein Arsch. Du weißt ja nicht, was ich aufgegeben habe. Oh, die Welt ist hart. Du hast damals immer auf mich herabgesehen. Hieltest dich für was Besseres. Ich habe nie... Ist doch egal. Jetzt bin ich berühmt. Zu welchem Preis? Du gabst deinen Namen, deine Heimat, deine Götter auf. Es war deine Wahl. Und es brachte mir so viel Geld und Frauen, wie ich will. Du wolltest immer berühmt sein. Aber das treibt nicht uns alle an. Und du wolltest immer nur Aya und kleine Bayeks. Warum hast du deinen Traum aufgegeben? Genug. Oh, scheiße. Jetzt kann ich plötzlich wieder... Ach, Faustkampf. Oh, ist ja scheiße. Und ich bin schon halb tot. So, jetzt habe ich den aber besiegt, oder? Ach, ja, guck mal, Stroh können die auch nicht, ne? Das sieht auch ziemlich komisch aus. Oh, coole Unterhose. Interessant, dass dein Gewand so absteht. Oh nein, mein Finger ist dumm, ey. Das finde ich immer noch so schlimm. Ha! Du wirst alt. Und ich brauche eine Abkühlung. Das Bier schlägt härter zu als du. Was in Dionysos Namen hattest du letzte Nacht mit Nikias zu besprechen? Nikias? Wer? Komm mir nicht so. Ich hab's gesehen. Was denn? Glaubst du, sein Vater nimmt dich einfach so in die grüne Mannschaft von Prasina auf? Glaubst du, du könntest einfach so losfahren und Rennen gewinnen, ohne Übung, ohne Talent? Verpiss dich doch! Vielleicht sollte ich zu diesem Nikias gehen und hören, was er mir anbietet. Wenn du siegen kannst, Clary, das kann es nicht so schwer sein. Du solltest vorher beten. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, um im Hippodrom zu überleben. Die Götter werden uns zusehen und entscheiden. Du hast deine Götter, ich hab meine. Wir werden sehen, wer von uns den Ruhm einfährt. Genug geredet. Sollen die Götter dich im Hippodrom beurteilen? Ah. Stopp! Wie läuft der nochmal schneller? Och, Manu. So, Optionen. Also die Quest war ja mal ziemlich doof. Also die war komisch. Bemehren, bewegen, Reittier rufen, leichter Angriff. Hä, aber wie geht man denn jetzt? Ich hatte das schon mal, dass ich so lahm war. Ja, das wollte ich nicht. Ich drück gerade einfach... Ihr wählt irgendwelche Tasten. So, jetzt mache ich vielleicht erstmal irgendeine andere Quest. Und zwar Bekämpfung einer Plage. Die mache ich jetzt. Dafür brauche ich mein Pferdchen. So, wo muss ich... Oder ganz ehrlich, warum laufe ich so langsam? Was ist denn da heute los? Und wo muss ich hin? Oh, da ist noch eine Quest. Ja, die hole ich mir auch noch ab. Oh.
Oh, ich habe voll die Skyrim-Griffe gerade drauf. Bewegung! Geht mir weg. Aus dem Weg. Weg da! Weg da! Oh, wie macht man... Wie macht man das? Okay, ich sollte nach an der Kreuzung links. Links und dann rechts. Keiner kommt hier durch. Verstanden? Friss das! Ja, kein Bock jetzt, ehrlich gesagt. Einfach abhauen. Und jetzt möchte ich. Ah ja, jetzt habe ich gesagt, muss ich hier rechts. Und dann. Ah ja, genau, da vorne ist dann auch die Nebenquest. Oh. Komm, jetzt steige ich ab und guck mal, ob ich jetzt. Oh, warum? Wie? Oh, es war Y. Aber warum wurde mir das da nicht angezeigt? Egal. Diese komische Quest hier hole ich mir jetzt auch noch ab. Bayek, dich hätte ich hier nicht erwartet. Ach, das wieder mit dem. Ein hübsches Anwesen. Ja, wir hatten Glück. Vater züchtet Pferde und diese haben schon oft bei den Spielen gewonnen. Ich habe ihm von dir erzählt. Und was genau? Nicht viel. Dass du Lenker bist und dass du Claridas gut kennst. Zu gut. Viel zu gut. Komm, er möchte dich kennenlernen. Okay, wahrscheinlich ist dann die nächste Quest fertig. Oder nicht? Wache Augen, tadelloser Gang. Sie will siegen, ha? Du scheinst dich mit Pferden auszukennen. Nikias, wer ist dein Freund? Vater, das ist Bayek. Er fuhr Rennen gegen Claridas. Mein Vater, Philokrates von Kanopus. Sohn des Themistokles von Kanopus. Gegen Claridas? Zeig mal, wie du fährst, Barik. Nikias, sieh gut hin. Vielleicht kannst du etwas lernen. Es heißt bei... Ah, schön. Hat Siva auch eine eigene Rennstrecke? Ja, okay, dann mache ich die jetzt erstmal. Es ist ein kleines Dorf. Und dann machen wir im nächsten Part diese Hauptquest-Aria hier noch. Dank der Pharaonen des alten Königreichs. Das ist die Freiheit. Wieso bin ich da eigentlich aufgestiegen? Hier muss ich einsteigen. Wann bist du zuletzt gegen Claridas gefahren? Lange her. Das war ich kann mich kaum erinnern. Irgendwie fahre ich komplett scheiße. Vorsicht! Halt die Zügel fester! Pass auf Hindernisse auf! Ja, wie soll ich das denn machen? Okay, ich muss das mit WASD machen. Boah, ist das... Oh, Entschuldigung, ich will keine Menschen töten. Ja. Icarus war der wahre Meister bei den Rennen. Komm, genau das, ist was Clary okay, das auch oder? Gerne wäre. Mein Vater hat Icarus geliebt. Oh, man muss irgendwie er mit war sein Maus Lieblings- und mit sein Lieblingsfahrer. Dings, sie ist hier lenken. Zeigen wir meinem Vater dein Naturtalent. Du hast ein Händchen dafür. Doch nicht durch Wasser. So, komm, du die bist Hälfte ein Naturtalent. Jetzt noch wenn du neun für die Grünen fährst, werden wir im Hippodrom oder gewinnen nee, ich hab können. Ja schon acht. Dann noch vier. Du bist ein Naturtalent. Du hast ein Händchen dafür! Er schafft jetzt. Schneller, Bayek! Schneller! Naja. Welch Tempo! Was ist ihr da los? Narren. Da stimmt was ihr nicht! Ihr habt Zaganaki stehlen lassen! Verzeiht, Herr! Finde wo ist den mein Sohn? Aus. Vater! Beeilung, bei. Was Nikias! Pferdediebe! Hier! So eine Frechheit! Sie ist mein siegreichstes Pferd! Du musst sie zurückholen! Wir enttäuschen dich nicht, Vater. Schnell, Männer! Wir dürfen diese schamlosen Räuber nicht davonkommen lassen! Die Ehre der Grünen von Prasina hängt davon ab! Für die Grünen! Schnell, wie eine Quadriga! Welches Pferd soll ich denn jetzt nehmen? Das hier? Haltet die Augen offen! Vater liebt dieses Pferd mehr als mit... Mehr als alle anderen. Ist da gerade ein Esel umgefallen? Oh mein Gott. Für Sagadaki!
Boah, bitte nicht auf dem Pferd kämpfen müssen gleich. Boah, sag doch, boah, Leute! Sag doch mal, wo ihr abbiegt. Entschuldigung, einfach... Oh nein, Gott, ich habe ein kleines Kind umgetrampelt. Oh, hier liegt eine Kuh. Oh, die lebt aber noch, alles gut. Ich dachte jetzt, sie liegt da schon tot. Weg! Weg da! Jetzt müssen wir zum Bandit verstecken. Keine Ahnung, wie lange das noch dauert. Das Papyri haben wir nicht gefunden. Okay, da ist ein Soldat. Ich hoffe, er greift mich jetzt nicht an. Nee, sieht erstmal gut aus. Oh, hier ist ein Ausrufezeichen schon wieder. Wir müssten in der Nähe sein. Für Ikarus, die Grünen von Prasina. Für die Grünen! Okay. Was ist denn mit der Palme da los? Ja, ziemlich traurig. Ja, ja. Ja, sind wir jetzt hier oder was Wie machen wir? Wie viele Banditen werden es sein? Nur keine Sorge. Wir haben den Magi bei uns. Alles wird gut. Wer sind die Banditen? Abschaum, der für die Blauen arbeitet. Ganz sicher. Oh, kannst du dich mal entscheiden, wo du langreiten willst? Hast du von den großen Hungrigen gehört? Wer soll das sein? Ich dachte, es ist in der Nähe. Banditen im Süden. Ich glaube, sie reiten Kriegsnilpferde. Gut, dass wir gerade nicht nach Süden reiten. Ist das dein Ernst? Ah, doch, jetzt. Das erzählt man. Ach, jetzt müssen wir hier lang. Und warum gehen die alle so klein? Mache ich das doch auch mal. Jetzt verstecke ich mich hier in diesem Zeug. Okay, ich bin noch nicht mal in der Nähe. Dann kann ich auch normal laufen. Sonst komme ich ja echt nicht voran. Ja, ja, ja. Oh, keine Crocodiles. Oh nein, ich wurde angefressen. So, Missionsziel. Da muss ich hin. Das Kirche ist. Ja, ich renne einfach durchs Wasser. Ist mir jetzt egal. Ich nehme mir jetzt hier keinen. Oh nein, jetzt muss er schwimmen. Er kommt nicht voran. Oh nein, die Hippos kommen. Nein, 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 nein. Oh, gut, geschafft. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass die noch kommen. Vor allem, weil das plötzlich so gewackelt hat. Boah, ich hatte wieder Space zum Springen benutzt. Fast. Okay, jetzt bin ich da. Jetzt muss ich das Pferd holen und alle... Dieser Ort wird schwer bewacht. Ach, F war das nochmal, ne? Boah. Da ist ein Schatz. Der Hauptmann? Ja, ich glaube schon, der hatte eine Krone. Ja, jetzt noch diesen Schatz hier plündern. Moment. Oh, geiles Schwert. Moment mal, ist das Schwert cooler als meins? Ich habe Qual 4. Nehmen wir das doch jetzt. Hey, was? Du wirst sterben! Wo ist der? Okay, Zeno hilft mir, danke schön. Jetzt muss ich leider erstmal dieses Arschloch da töten und jetzt kann ich dich töten. Muss ich aber wieder das nächste töten? Oh nein, ach man, das endete doch so gut. Aber ich habe die Sachen ja schon geschafft, da muss ich jetzt eigentlich nur noch das Pferd holen, oder? Ja. Okay, das war aber eh schon synchronisiert. Okay. Da wollte ich
vorsichtig sein, nicht, dass sie mich erkennen. Oh Scheiße, wo gehen die jetzt hin? Pass auf, ich glaube, wir kriegen Besuch. Halt die Augen offen. Oh, ich will da einfach weggehen, so. Einfach weggehen, einfach weggehen. Nicht, dass sie mich sehen. Oh cool, Leopardenfell. Endlich mal. Den kann... Ach nee, das war immer noch nicht das, was ich für diese Tasche brauche. Aber ich finde das übrigens gut, dass dir auch angezeigt wird, wenn du eins von den Sachen, die man bauen kann, wenn du eins davon bauen kannst. So, jetzt einfach damit hier wegreiten. Und zwar hier hoch. Ja, das ist doch geil. Jetzt muss ich nur langsam mal gucken, wie ich jetzt auf die andere Seite komme. Mit dem Pferd will ich ja jetzt nicht unbedingt durchs Wasser gehen. Also mal auf der Karte gucken, weil ich glaube, das Pferd kann man nicht mit schnell reisen. Scheiße, was mache ich jetzt? Okay, wo muss ich hin mit dem Pferd? Dahin. Okay, meine Idee wäre jetzt an der Küste entlang, in diese Richtung. Und dann gehe ich irgendwann da durch diese kleinen Mini-Tümpel. Aber jetzt nicht. Jetzt wollte ich... Oh nein, die Feinde sind in der Nähe. Aber ich bin jetzt einfach weg. Genau. Ich verlasse oder beende den Konflikt. Ja, ich versuche den Konflikt zu beenden natürlich. Also genau, das war meine Idee hier, wo immer nur so kleine Flüsschen sind, auf die andere Seite. Oh, natürlich nicht über ein Krokodil laufen, das wäre natürlich ziemlich dumm. Ah gut, das Pferd spielt mit, es kann gut springen, weil da hätte es jetzt auch vorbei sein können. Eigentlich, als ich da vorhin runtergestützt bin, hätte das schon tot sein können. Ehrlich gesagt. So, jetzt weiter hier an der Küste. Ach, das sind wir auch vorhin so komisch zickzackig gelaufen wegen dem Wasser. So, irgendwie müssen wir jetzt hier langsam wieder durch. Machen wir das doch einfach hier. Ah ja, hier haben wir es auch gemacht. Sieht ja auch aus wie so eine Art Straße mit dieser Einfahrt hier. So, perfekt. Folgen wir der Straße und sind gleich da. Da müssen wir dann noch diese Rolle finden und diese tägliche Quest machen. Bewegung, los! Ja, ich beeile mich doch. Was wollt ihr denn? Geh auch gleich links. Ah ja, guck mal, hier ist diese Pferdefarm. Hier sind schon diese Pferdestatuen. Whoa. Wo ist der Typ denn noch da hinten? Ah, das gehört alles dazu. Boah, es ist ja schon schwer, mit dem Pferd langsam zu reiten. So, ich bin da. Whoa. Cool. Bei Serapis, ihr habt sie! Ich kann es kaum glauben. Ich war überzeugt, wir würden Saganaki und meinen Sohn nie wiedersehen. Ich habe mich um die Diebe gekümmert. Ich schätze, sie stahlen Saganaki auf Geheiß eurer blauen Rivalen. Verflucht seien sie. Wir müssen die Blauen beim Rennen schlagen, um ihnen Demut beizubringen. Ich hoffe, du fährst für die Grünen, Barrett. Ich tue mein Bestes. Oh nein, nicht, dass ich jetzt auch noch fahren muss. Oh, cool. Ich habe jetzt... Aber was ist jetzt der Unterschied? Ich habe jetzt zwei Reittiere. Das mache ich jetzt so. Reittier. Schwarzer Fall. Ja, ich glaube, ich will eher den benutzen. Ich weiß aber nicht, wo man die dann ehrlich gesagt die ganze Zeit lagert. Muss ich hier ein Papyrus finden. Okay. Das wird doch nie was, dachte ich gerade, da war irgendwas Blaues. Aber das heißt ja nicht, dass das der Papyri ist, den man sucht. Ich weiß nicht, was blau bedeutet. Ah, doch, da ist der aber. Aber der ist nicht blau, aber hier ist trotzdem ein Papyri. Das war nicht der Papyri.
Und ich habe einen Fähigkeitspunkt. Beschwerdebrief will ich jetzt nicht lesen. So, ich habe da gerade irgendwie Punkt bekommen, weil ich den einen Papyri eingesammelt habe, der aber nicht der Papyri war. So, aber wieso hat der Typ sowas? Dann da rede ich doch mal mit dem. Hallo? Ich bin sicher, dass die Götter die Grünen in ihrer Lieblingsarena segnen werden. Ah, ja, danke. Ach, da ist die Arena, okay. Da kann man also auch schnell hinreisen, weil man da jetzt war. Da ist irgendein Typ, da kann ich Geld klauen. Will ich aber nicht. Ich möchte eigentlich nur das Papyri. Ja, ich habe aber auch keinen Bock, ewig zu suchen. Ich meine, irgendwann muss ich das eh machen. Aber warum jetzt? Okay. Hier könnte das sein. Hier ist so eine Art Haus. Manchmal hat man den Dreck gefunden, ne? Dann dachte ich eigentlich, sowas ist leicht, aber... anscheinend nicht. Er ist lagert bestimmt nicht draußen, der Papyri. Hier auch nicht. Hier. Oh nein, ich wollte nicht in das Holz. Hier ist aber auch der Papyri nicht mehr. Ich muss doch mal gucken, wenn wieder diese Teilziele kommen. Ach, ganz ehrlich, das ist mir jetzt zu doof. Wir machen jetzt Schnellreisen zur nächsten Quest. Ah, da ist das Hippodrom. Wow, da ist die nächste Quest. Dann kann ich von da wahrscheinlich dahin laufen. Naja. Nehmen wir mal mein Pferd. Ich glaube nämlich, das ist ein bisschen langsamer als das, was ich vorhin geritten habe, was ich neu bekommen habe. Aber reicht mir auch. Das andere konnte ich nicht so gut steuern. Da muss man, glaube ich, mehr so ein Experte sein. Was heißt denn Ausrufezeichen? Ich muss vorsichtig sein, geh da hin, da ist was. Oder halt dich davon fern. Oh. Ich habe keine Ahnung. Kann das Pferd springen? Oh nein, nicht sterben. Oh. Ja, doch, das kann springen. Mit Leertaste macht man Ho. Obwohl ich das nicht wirklich weiß, ob das die Steuerung fürs Reiten ist. Oh, da sind auch schon... Oh nein, 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 da waren Krokodils oder sowas. Nomos Neret Mehetet, oh, wie die auch immer alle heißen. Oh. Ja, komm, wir gehen jetzt einfach durchs Wasser. Auch wenn da Krokodile sind, ist mir jetzt egal. Ich weiß, dass das hier scheiße ist, zu reiten. Naja, okay, ging jetzt aber. Und da war ich echt noch nicht auf der Karte. Muss man ja nachher noch Fähigkeitspunkte machen. Töte die Löwen. Oh nein. Nur ein Löwe. Okay, dann muss ich jetzt wieder mit Raider. Oha, sind da viele Nebenquests. Die mache ich jetzt aber noch nicht. Ich will jetzt erstmal bei der Hauptquest weitermachen. Wo ist Raider? Ich glaube, ich laufe da jetzt hin zu dem. Oh nein. Falls ich da bei dieser Nebenquest vorbeikomme, hole ich mir die, aber ich glaube nicht. Und außerdem habe ich hier gerade Angst. Ich möchte einfach jetzt nur zu Raider.
heißt Räder. Warum nicht ein Raider? Ich weiß es nicht. Ich bin komisch. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ach nein, keine Philakes. Den Weg frei, schnell! So, jetzt will ich jetzt doch auf meinem Pferd. Ich habe Angst alleine. Hallo Pferdchen. Los, geh, renn. Folge einfach dem Scheiß hier. Okay, jetzt doch absteigen. Weil ich will mir diese Nebenquests jetzt doch holen. Wenn die nur so ein paar Meterchen entfernt sind. Na okay, da ist auch Raider. Raider. Dorfzau. Okay. Es sieht nicht mehr so gruselig aus. Wir sind nur in einem Dorf. Ich mach Gestank liegt in der danach Luft. Trotzdem die Hauptquest. Hallo. Hier muss ein Gerber leben. Oh, wie beschämend, Nepp. Der Gerber ist mein Ehemann. Er bringt diesen Gestank immer mit, wenn er aus dem Lager zurückkommt. Ist er jetzt hier? Sollte man meinen, dem Geruch nach. Wenn er hier ist, ist es noch schlimmer. Nimm keinen Anstoß daran. Wir alle müssen Arbeit tun, die uns nicht gefällt. Du hast recht. Mein Mann arbeitet hart. Aber er kann kaum die Nachfrage befriedigen. Man sagt, die Magi seien legendäre Jäger. Wenn du etwas Geld verdienen willst, dann geh zu ihm. Er freut sich bestimmt über Hilfe. Okay. Ich denke darüber nach. Wo kann ich ihn finden? Sein Jagdlager ist nordwestlich von Zau. Er wird dort ein paar Tage lang Häute gerben. Wenn es nur irgendwas gäbe, das hilft, den Gestank zu lindern. Okay. Wie kommst du mit dem Haus voran? Da habe ich auf jeden Fall Hast genug du je Zeit. Bessere Arbeit Oder gesehen, da habe ich eine gute Stufe für, aber ich muss trotzdem... Ich wünschte, ich könnte mir seine Waffen leisten. Hast du die Schlange von Serapis gesehen? Hey. Ah, die Schlange von Serapis. Du kennst seine tragische Geschichte? Nicht die ganze. Oh, er war ein wahres Meisterwerk. Der Schaft, umwickelt mit wassergehärtetem Leder. Die Spitze, geschmiedet aus himmlischem Metall. Ich würde ihn gerne sehen. Unmöglich. Ich fertigte ihn für einen von Apollodoros Hauptmännern an, als ich in Sais lebte. Doch Sephetos Männer ermordeten ihn. Deshalb verließ ich die Stadt. Sephetu? Er hat wieder dieselbe Frisur wie vorhin. Sephetu, der Feuerteufel, der mit Feuer und Furcht in Sais regiert. Einer seiner Stiefellecker stahl den Speer mit meinem Zeichen darauf. Unerhört. Kannst du ihn nicht zurückholen? Der Mann ist zu weit weg. Er ist auf einer von Sephetus Trieren auf dem Mariotsee. Ich hasse Tyrannen. Meine Reisen führen mich durchs ganze Land. Wenn ich ihn treffe, suche ich nach deinem Speer. Nichts wäre mir lieber, als von seinem Sturz zu hören. Wenn du es schaffst, gehört die Schlange von Serapis dir. Okay. Jetzt sollte ich aber mal zu Reda. Es gibt ja so eine Stadt, Reda Wiedenbrück. Keine Ahnung, wo die ist. Ja, so ein Schwachsinn fällt mir dann manchmal ein. Sorry. Traue ich mich hier durchzulaufen? Ja, traue ich mich. Ach, nur noch ein halber Kilometer. Okay, weniger, aber trotzdem. Nomos Neretres. Boah, heißt das hier eigentlich alles irgendwie gleich? Ich bin gegen Baum gelaufen mal wieder. Nein, 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 Löwi. Okay, dann holen wir uns noch diese Nebenquest ab. Warum mache ich so eine Scheiße? Weil ich dumm bin. Fällt mir ein, ich muss meine Pfeile aufladen. Weil ich ja vorhin... Ah, Pelz. Ja, ich kann mir was herstellen. Das machen wir gleich auch noch. Okay, es hatte doch sein Gutes. Aber wie gesagt, ich brauche neue Pfeile. Ich habe nicht mehr so viele. Ach, hätte ich mir vorhin holen können, falls da im Dorf welche waren. Ich muss echt auf sowas achten. Ich weiß halt nicht, ob da welche waren. Sind hier welche? Mal kurz Cookie, Cookie. Nope. Dafür
haben wir hier Hühner. Neuer Ort. Erbareda ist auch immer an einem neuen Ort, ne? Ach, jetzt muss ich wieder hier hochklettern. Okay, das ist aber eine höhere Stadt. Ah, der ist wahrscheinlich da oben drauf. Ja, guck mal, jetzt komme ich da von hier. Möge er Frieden in der Duat finden, Magi. Da du ihn gefunden hast, kannst du auch seine spezial angefertigte Waffe haben. Er Danke. Hätte es bestimmt so gewollt. Oh, das ist cool. Den nehme ich jetzt auf jeden Fall. Also, wir rüsten jetzt den anderen Bogen auf. Ich kann irgendwas herstellen. Endlich diese Hilfsmitteltasche. Wie sieht die jetzt aus? Ah, jetzt habe ich zwei. Okay. Dann muss ich noch eine Sache machen. Ich möchte... Ach, nur einen Fähigkeitspunkt. Vielleicht, dass ich zwei Bögen haben kann. Weil vielleicht kann ich dann auch doppelt Pfeile haben. Wäre so die Idee. Und dann kann ich nämlich den zweitbesten Bogen da ausrüsten. So. Dann müssen wir... Och man, wieso gehe ich eigentlich immer da wieder weg? Dann möchte ich die Hauptquest weitermachen. Und ja, da geht's nächstes Mal weiter. Oh cool, ich und mein Vogel. Vögelchen. Alles klar. Bis dann. Tschüss.